Scheibe Engelsbrand wurde um 19:30 Uhr zu einem Gebäudevollbrand in den Ludwig-Hummel-Weg in Engelsbrand alarmiert. Und beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teil des Gebäudes bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr Engelsbrand hat dann dementsprechend von außen Löschmaßnahmen durchgeführt, umfangreiche Löschmaßnahmen durchgeführt und konnte so das Feuer relativ zügig unter Kontrolle kriegen und vor allem konnte verhindert werden, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergegriffen hat. Unterstützt wird die Feuerwehr Engelsbrand derzeit von der Feuerwehr Neuenburg mit der Drehleiter, von der Feuerwehr Birkenfeld mit der Drehleiter und von der Feuerwehr Knittlingen mit der Fachgruppe Drohne, die sich seit kurzem in Dienst befindet, um die Einsatzstelle aus der Luft beobachten zu können. Also am Anfang gab es eine relativ starke Flammenentwicklung und eine Rauchentwicklung. Das heißt, es hat die Sicht natürlich auch dementsprechend behindert. Und es war auch relativ kritisch am Anfang, dass nichts übergreift auf benachbarte Gebäudeteile. Und um die Wasserversorgung sicherzustellen, waren umfangreiche Maßnahmen notwendig. Also nach unserem Kenntnisstand sind es derzeit zwei Wohneinheiten. Das heißt, es ist ein Reihenhauskomplex, wo zwei Einheiten zu einem zusammengenommen sind und einer ist separat. Und zwei Teile dieses Reihenhauskomplexes sind derzeit mit Sicherheit unbewohnbar. Und der dritte Teil müssen wir jetzt mal gucken. Nein, verletzt wurde niemand. Es konnten sich alle ohne Gefahr aus dem Gebäude befreien bzw. nach draußen gehen. Und so konnte kein Personenschaden verzeichnet werden. Ich schätze mal, beziehungsweise wir wissen es relativ genau, es sind ca. um die 85 Personen, die sich gerade im Einsatz befinden. Im Rettungsdienst sind es zwei Rettungswagen und dann noch dementsprechend Einheiten, die jetzt für die Verpflegung sorgen und die auch Essen und Trinken machen. Ja, also das war natürlich tatsächlich etwas kompliziert, die Drehleiter auch dorthin zu bekommen, wo sie hin soll, weil die Drehleiter nicht das erste Fahrzeug war. Aber das hat man dann über Funk, dementsprechend über Ortskenntnis ganz gut kompensieren können. Das ist eine ganz neue Sache vom Landratsamt angeschafft. Das Landratsamt hat in den letzten zwei Jahren hier intensiv in Ausstattung investiert. Wir haben jetzt eine umfangreiche Ausstattung an Drohnen zur Verfügung. Also wir reden über mehrere Drohnen für verschiedene Einsatzlagen, für verschiedene Einsatzgrößen. Und somit können wir einfach zu jeder Zeit von jedem Ort ein tolles Übersichtsbild aus der Luft geben. Wir können Glutnester aufspüren. Wir können einfach Dinge zeigen, die man so normalerweise so nicht sehen würde. Genau, also grundsätzlich sind wir jetzt für den gesamten Enzkreis zuständig als Drohneneinheit, als Fachgruppe Drohnen und werden somit bei gewissen Einsatzstichworten entweder initial mit alarmiert oder werden einfach nachgefordert. Und somit können wir bei Personensuche, bei Brandeinsätzen, bei sonstigen Einsatzlagen entsprechend unterstützen. Also wir sind die einzige Drohnengruppe im Enzkreis. Daher auch für den kompletten Enzkreis zuständig und wie gesagt vom Landratsamt ausgestattet. Genau, wir haben dieser Drohne verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine Spezialkamera, die ein Wärmebild, ein Zoombild, ein Übersichtsbild, ein Laserentfernungsmesser bereitstellt. Wir haben eine Zusatzbeleuchtung, um bei Nacht bessere Bilder zu ermöglichen. Wir haben einen Lautsprecher für Durchsagemöglichkeiten und wir haben auch unterschiedliche Größen von Drohnen. Das ist jetzt unsere größte Einsatzdrohne. Die hat ein Startgewicht von 9 Kilo und bietet daher natürlich umfangreiche Möglichkeiten, auch bei Wind, bei Wetter, bei Regen oder auch bei Schnee, Minusgraden immer startklar zu sein. Dazu haben wir noch kleinere Drohnen als Ergänzung, die vielleicht auch mal ermöglichen, in ein Gebäude reinzufliegen, andere Dinge zu erkunden, die man mit der großen Drohne so nicht machen könnte. Wir haben in Knittlingen jetzt 13 Mitglieder der Drohneneinheit. Die sind alle als Drohnenpilot ausgebildet. Es gibt dafür entsprechende Vorgaben vom Bundesamt für Bevölkerung und Katastrophenschutz. An die haben wir uns gehalten, haben zusammen mit dem Landratsamt einen Ausbildungsplan erstellt.
und haben die Ausbildung dann auf Standortebene in Knittlingen zusammen mit dem Landratsamt durchgeführt und haben jetzt seit circa einem Monat diese 13 ausgebildeten Drohnenpiloten zur Verfügung. Nee, also wir haben das extra so gemacht, dass jeder alles kann. Wir müssen einfach auch flexibel sein und wir haben gewisse Positionen, Aufgaben, die zu übernehmen sind. Wir haben einmal einen Piloten für die Drohne, wir haben einen Piloten für die Kamera. Das sind zwei unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten. Dazu kommt noch einer, der die Daten auswertet, der die Daten auf Monitoren bereitstellt. Einer, der den Luftraum jederzeit beobachtet und nach Gefahrenquellen, sonstigen Dingen Ausschau hält. Und eben die Führungskraft, die das Team leitet. Nee, grundsätzlich haben wir diese Freiheiten, dass wir im Einsatzfalle oder im Übungsfalle genauso gewisse Dinge tun dürfen, die jetzt der normale Bürger mit der Drohne nicht tun dürfte. Es kommt jetzt natürlich an, wir dürfen jetzt natürlich nicht über einen großen Flughafen fliegen. Da gibt es schon Einschränkungen, aber so im Normalbereich dürfen wir schon eigentlich alles tun. Mit einer gewissen Vorsicht natürlich. Also wir führen dafür auch ein Risikomanagement an der Einsatzstelle durch und entscheiden, ob der Drohneneinsatz so durchgeführt werden kann oder nicht. Gut, die Anfahrt ist halt unterschiedlich, natürlich, aber nach Alarmierung sind wir in circa 5 Minuten so weit, dass wir das Fahrzeug beladen haben und zur Einsatzstelle fahren. Und an der Einsatzstelle brauchen wir dann auch, je nachdem, 5 bis 10 Minuten, bis alles aufgebaut ist und bis wir startklar sind. Nee, tatsächlich ist heute so eine gewisse Premiere für uns. Das ist der erste Realeinsatz. Wir haben natürlich jetzt unzählige Betriebsübungsstunden hinter uns, ganz klar, aber heute ist tatsächlich der erste Einsatzfall für uns. Ja, absolut. Es hat alles reibungslos funktioniert. Wir konnten die Informationen bieten, die die Einsatzleitung benötigt, um eine Lagebeurteilung durchführen zu können. Von dem her hat bisher alles reibungslos geklappt.